Wir wollen uns heute mal ein bisschen näher mit der AS Monaco beschäftigen. Der Transfer von Kylian Mbappé scheint ja so gut wie fix zu Paris. Problem, der Medizincheck fehlt noch, aber er weilt gerade bei der Nationalmannschaft und kann nicht weg. Ja, letzte Saison sind sie erst im Halbfinale der Champions League ausgeschieden gegen Juve. Und sie sind ja zum Beispiel auch der neue Club von Diego Benaglio, dem Ex-Wolfsburger. Aber man kann festhalten, in diesem Sommer haben sie ein paar hochkarätige Abgänge zu verkraften. Das zeigt auch, wenn man mal auf die Startelf der vergangenen Saison blickt. Das ist ganz interessant, denn viele sind da nicht mehr übrig geblieben. Vier Spieler sind schon weg, mit Mondi, Bakayoko und Silva. Die drei sind nach England gegangen. Und Germain, er hat innerhalb der Ligue 1 gewechselt. Er spielt jetzt bei Marseille. Und drei Spieler von ihnen sind noch auf dem Sprung. Über Lemar zum Beispiel haben wir gestern gesprochen. Er ist bei Liverpool im Gespräch. Fabinho, da gibt es mehrere Vereine, die an ihm interessiert sind, zum Beispiel Man United oder auch Paris Saint-Germain. Und Mbappé, ja, der ist wirklich nun so gut wie weg, denn seine Rückennummer, das haben wir auch gestern schon gesehen, ist schon neu vergeben. Allerdings, diese Wechsel haben bisher noch keinen Abbruch getan, denn in der Ligue 1 haben sie 4 Spiele, 4 Siege einfahren können. Also das kann sich doch sehen lassen. Spricht ja auch dafür, dass sie gute Neueinkäufe getätigt haben. Und auf die blicken wir jetzt auch nochmal. Zum Beispiel Juri Thielemans. Er hat schon 3 Tore für die Monegassen erzielt in dieser noch jungen Saison. Er kam ja vom RSC Anderlecht. Außerdem Stefan Jovetic. Er kommt von Inter und er ist übrigens der Mann, den wir gestern auf diesen geheimen Fotos gesehen haben, mit der Nummer 10 auf dem Rücken. Also der Nummer von Mbappé. Und Islam Slimani. Er soll auch noch kommen von Leicester und könnte dann ja auch ein Stürmerersatz sein.